So. BO4, wir haben die Mosu mit dem Agenten-Mod und da drauf haben wir so ein richtig schönes Scope, damit wir auch schön die Headshots drücken. Weil Agenten-Mod ist, ich glaube, Instant-Headshot-Kill. Also der Headshot erledigt einen direkt. Deswegen habe ich versucht, so ein Scope mitzunehmen, damit ich schön auf den Kopf schießen kann. Hat aber auch nicht so gut geklappt, vor allem nicht, wenn dann meine Panikschüsse kommen. Da war ich dann doch manchmal etwas langsamer, habe manchmal etwas zu schnell geballert. Aber ich habe versucht, ich habe mein Bestes versucht damit. Ich meine, es ist im Endeffekt ist es immer noch ein verdammter Revolver. Ein Revolver mit einem riesen Scope drauf. Wer auf so eine Idee kommt, ja, Prost Mahlzeit. Aber es hat relativ gut geklappt, muss ich sagen. Ich bin sehr zufrieden damit an sich gewesen. Vor allem habe ich auch noch so ordentlich gut die Kills gemacht. Das Problem, was ich dabei am meisten habe bei diesem Revolver ist, dass manchmal selbst wenn man gefühlt auf dem Kopf drauf ist, dass er nicht trifft oder dass, wenn man etwas schneller schießt, dass die Schüsse einfach voll daneben gehen. Das ist mir häufiger passiert, wie andere Leute damit so hardcore umgehen können, dass sie wirklich andauernd nur Headies drücken. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht, es ist einfach nicht meine Waffe. Das hier war mehr Luck als alles andere. Und ja. Dass ich das hier mit 4 Leben gerade noch so überlebt habe, ist schon traurig und dann kommt einer von hinten. Aber hey. Aber ansonsten finde ich den Revolver auf jeden Fall sehr gut. Ich muss mich an BO2 erinnern. Die hatten da ja so einen komischen Schrotflintenrevolver. Der war eher so meh. Aber der hier ist tatsächlich akzeptabel und schön. Und mit dem Scope macht das auch Spaß. Ich weiß, dass man damit zoomen kann. Mit dem Scope. Aber das habe ich nicht für nötig gehalten in meinen Situationen meistens, damit überhaupt zu zoomen. Und ja. Ich kam ganz gut so damit klar. Wenn man ab und zu mal ein bisschen langsamer geschossen hat, hat es auch gut geklappt. Dann hatte ich nicht immer so das Problem. Aber hier, wo denn so mehrere auf der Stelle stehen und dann er einfach nicht umkippen will, dann habe ich da manchmal schon die Panik geschoben und habe einfach mehrmals raufgehauen. Einfach damit ich hoffentlich ihn irgendwann mal kriege. Und ja, 6 Schuss in der Trommel ist auch nicht viel. Vor allem nicht denn, wenn man langsam weniger Muni hat und mal irgendwo was aufsammeln müsste. Ob man denn die meisten Munipacks einfach ignorieren tut. Aber wie gesagt, wenn man ihn spammt im Nahkampf, hat man manchmal auch nochmal Glück. Und dann kommt der Knife Runner. Knife Runner sind schon annoying, aber was soll man dagegen machen? Kann man ja nicht viel machen. Und dass ich den da so easy peasy mit einem Heady getroffen habe, war schon cool. Danach war aber auch die Muni alle. Manchmal habe ich noch einen doppelten Schuss dahinter gesetzt oder so ein bisschen mehr geschossen, weil ich bin einfach nicht dran gewöhnt, dass jemand nach einem Treffer umkippt. Selbst beim Headshot ist in COD ja meistens, dass man mehr Treffer benötigen tut. Und genau das ist es halt, weswegen ich manchmal einfach wirklich noch mehr hinterher gedrückt habe. Und da sieht man, wie schön die 30 da tummeln. Leider kein Headshot, hab ihn aber trotzdem erwischt, das reicht mir. Aber ich muss sagen, also der Agentenmod ist gut. Leider finde ich, ich würde wirklich gerne den Revolver mit Agentenmod als Zweitwaffe haben, nur mit Agentenmod nichts anderes drauf, aber alleine die Plätze, die man dafür aufgeben muss, sind es nicht wert, weil dafür konnte man auch ordentlich seine Primärwaffe hübsch machen und das ist es mir schon mehr wert, als einen Agentenmod zu haben, denn als Zweitwaffe, eine gute Zweitwaffe, kann man dann auch die Cup nehmen oder eine Schrotflinte. War das die Cup? Müsste. Da lohnt es sich dann teilweise gar nicht, auf den Agentenmod Wert zu setzen. Aber wie man sieht, wenn man sich nur diese Pistole spielt, beziehungsweise nur den Revolver, dann klappt es ja. Dann kommt man damit ganz gut klar. Dass das kein Headshot war, das begreife ich gerade ganz ehrlich nicht. Aber wenigstens hat mein Teammate das geklärt für mich, das Problem. Aber in meiner Sicht, das war wortwörtlich ein Heady. Das verstehe ich nicht, wie der das überleben konnte. Diesen wunderschönen Headshot, dann legt er sich da sogar noch hin, kriegt noch einen Treffer ab. Ach. Manche Gegner haben einfach tierisch Luck.
Und wenigstens habe ich noch da das überlebt. Ich meine, ich habe echt mies geschossen. Das hätte ich nicht verdient. So. Wieder an der alten Stellung. Seht ihr ein Teammate rumspringen? Ja, dann bleibt man lieber nicht da, dann bewegt man sich weiter. Und ich hasse den Revolver, ey. Ich hasse sechs Schusstrommeln sind so wenig. Auf jeden Fall für mich. Ich komme mit sowas einfach nicht klar. Aber hey, wenigstens snacke ich mir dann noch jemanden. Und ich habe mich jetzt schon mal verabschieden und wir sehen uns das nächste Mal wieder, denn ich hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei BO4 oder auch irgendwas anderem. Gibt ja viele verschiedene Projekte auf diesem Kanal. Euer Remske, haut rein.